Ja, hallo, herzlich willkommen auf unserem Seminar, unserem kleinen Seminar. Mein Name ist Maharani Wolf, ich bin aus Basel. Ich bin von Beruf Physiotherapeutin, Therapeutin für chinesische Medizin und deswegen interessiere ich mich natürlich auch für Ernährung und die ganzen Hintergründe. Ich freue mich jetzt riesig, dir ein neues Produkt vorzustellen und vor allem die Hintergründe über eine absolut geniale Pflanze, die Aloe Vera Pflanze. Sicher hast du schon von Aloe Vera gehört. Interessant ist, hier steht jetzt über 300 Pflanzenstoffe. Es gibt aber auch Unterlagen, die sagen, es hat über 450 Wirkstoffe. Was ist denn da so alles drin? Polymerane und sind Saccharide, sind entzündungshemmende wie Zuckerformen, positiven Zucker, die antibakteriell wirken, die das Immunsystem stärken. Es hat auch unglaublich viele Enzyme drin, nämlich 15 Enzyme. Es hat 13 Mineralstoffe drin, 13 Vitamine, 27 Aminosäuren, also die ganzen Baustoffe, die wir auch für Muskulatur brauchen. Es hat Fettsäuren drin und das ist absolut genial. Das heißt, es ist auch gut für Gelenke. Wenn du schaust in Unterlagen über Aloe, findest du von A bis Z alles Mögliche über die Gesundheit. Das hat wirklich fast nichts, wo es nicht helfen kann. Es ist auch Balsam für Magen-Darm. Das heißt, wenn du Aloe trinkst, schluckst, hilft es einfach, die Nährstoffe aufzunehmen, deinen Darm zu stärken. Es aktiviert die Zellaktivität, es stärkt die Zellwände und die Zellatmung. Und genau da sind wir. Es arbeitet im Darm und da sitzt das Immunsystem. Was heißt das? Der Körper kann die Nährstoffe besser aufnehmen, die Nährstoffe werden besser verwertet, die Aminosäuren werden besser aufgespaltet und der Körper kann die ganzen Nährstoffe an die Organe bringen und so die Arbeit machen. Zum Beispiel, die Fettsäuren helfen im Entzündungsprozess. Aloe hilft auch, die Giftstoffe abzutransportieren. Es hilft auch, Gelenke, Knorpel, Sehnen zu schmieren und allgemein den Stoffwechsel zu verbessern. Täglich wird unser Darm attackiert von Nährstoffen und Giftstoffen. Der muss möglichst sauber sein, möglichst aktiv sein, die Nährstoffe aufnehmen können. Und wenn jetzt die Giftstoffe, Schlackenstoffe, wenn du jetzt zum Beispiel Gemüse isst mit Pflanzenschutzmitteln oder Spritzmitteln, all die Dinge, die müssen natürlich abtransportiert werden. Die guten Nährstoffe, die müssen aufgenommen werden. Und genau da setzt Aloe ein. Es stärkt den Darm, die Nährstoffe werden aufgenommen. Und was interessant ist, Aloe hat die Fähigkeit, Giftstoffe wie zu markieren und der Körper kann es dann richtig abtransportieren. Das heißt für mich ein Muss für jedermann, jede Frau, weil es einfach die Gesundheit von innen heraus fördert. Wer mag Mango schon nicht? Ich weiß, Mango ist eine der beliebtesten Früchte. Oft kriegen wir sie hier vielleicht nicht ganz so schön, wie sie jetzt hier aussieht, aber es ist einfach eine absolut geniale Frucht. Und ich habe dir jetzt einen Film mitgebracht. Ich freue mich darauf, um dir einfach mal so ein Vorgeschmack zu geben, was uns erwartet und vor allem auch, wie unser neues Produkt entsteht.
morgens zum Beispiel als allererstes trinkst, in einem Glas lauwarmen Wasser, dann weckt es deinen Darm, dein ganzen Stoffwechsel fängt an zu arbeiten. Und das Tolle ist, du hast schon Urlaubgefühle. Wer möchte das nicht, am Morgen früh schon Urlaubgefühle. Jetzt vielleicht einfach noch ein paar Details zu unserem neuen Mango Aloe. Es ist süßlich, aber eben ohne Zuckerzusatz, sondern es hat Sucralose drin. Sucralose ist von der FDA, Food and Drug Administration, USA, also von der strengsten Behörde zugelassen. Und es ist eine Zuckerart, die erwiesenermaßen sogar den Blutzucker stabilisiert. Das heißt, dieses Getränk dürfen auch zum Beispiel Diabetiker trinken, was ganz, ganz wichtig ist, weil sie sonst keine Zucker dürfen. 2 Kalorien auf eine Portion. Jetzt stell dir mal vor, wie einfach ist es jetzt, einfach mal mehr zu trinken, ein bisschen Aloe Mango ins Wasser und schon wird es einfach, einfacher, seine 2,5 Liter, die man pro Tag braucht, zu trinken. Was natürlich auch wichtig ist, es enthält 40% Aloe Schäl. Und zwar nicht nur den Schäl, sondern das Ganze. Wir verwenden die ganze Aloe, du hast es gesehen im Film. Warum nicht nur der Schäl? Weil zwischen Schäl und Blatt ganz viele Enzyme, Vitalstoffe sind, eben Vitamine, Aminosäuren etc. Herbalife hat als eine der wenigen Firmen die Möglichkeit gefunden, das Aloin, das abführen wirkt, rauszunehmen. Und deswegen können wir das ganze Blatt verwenden und können Aloe auch über die ganze Zeit trinken. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu vielen anderen Aloe-Produkten, die es gibt. Ich bin total glücklich, dass die Flasche doppelt so groß ist wie die herkömmliche, weil wir einfach so mehr Mango-Aloe haben. Man kann täglich zum Beispiel zum Frühstück als allererstes Mango-Aloe nehmen und es ist für einen ganzen Monat. Und was natürlich speziell ist, und da wirst du jetzt immer mehr davon hören, wir haben eine Seed-to-Feed-Strategie. Das heißt, Herbalife hat die Kontrolle über das Saatgut und dann bleibt die Kontrolle bis am Ende des Produktes, bis wir es essen oder trinken. Und ich finde, das ist ein ganz total wichtiger Punkt. Viele fragen uns ja auch danach. Das heißt, Herbalife weiß und kann jetzt kontrollieren, dass wir die höchste Qualität haben, die höchste Reinheit, dass eben schon das Saatgut stimmt und wir wissen von Anfang an, vom Samen bis zum Endprodukt können wir alles nachverfolgen. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, jeden einzelnen Schritt zu kontrollieren. Die Pflanzen zum Beispiel, da ist es natürlich wichtig, dass wir ein gutes Saatgut haben. Und da siehst du, da steht sogar Meer und Wildnis. Und da möchte ich einfach einen kurzen Exkurs machen, dass wir zum Beispiel Herbalife Line haben, wo wir eine eigene Fischzucht mit einer eigenen Algenzucht, damit eben zum Beispiel der Fisch nicht Quecksilber belastet ist. Der Anbau wird kontrolliert. Die Ernte wird kontrolliert. Und Herbalife verwendet nur die allerbesten Inhaltsstoffe, um wirklich sicher zu sein, dass einfach unser Endprodukt Top-Qualität ist, weil wir Resultate erzeugen. Das heißt, wir haben so wie ein neues ISO-Zertifikat, das heißt HIM, von Herbalife Innovation and Manufacturing Facility, das heißt genau den allerhöchsten Standard, der natürlich kontrolliert wird. Und die Produkte bekommen jetzt alle diesen Stempel und dann weißt du, du isst das beste Produkt für deinen Körper, du bekommst Reinheit, du bekommst wirklich die beste Grundqualität. Heißt natürlich auch die Wissenschaft hinter Herbalife, wir wissen, einige hundert Ärzte und sogar Nobelpreisträger forschen unsere Produkte, entwickeln unsere Produkte und so haben wir einfach auch die Etikettierung, die stimmt, zum Beispiel beim neuen Shake steht, tiefer glykämischer Index, das ist jetzt einfach drauf, das ist für uns immer ein gutes Zeichen, dass wir es einfach weitergeben können und so auch für den Kunden eine Sicherheit. Was auch eine Sicherheit bedeutet oder was auch
unglaublich informativ ist, ist die Unterstützungsmaterialien und liest dir das durch, vor allem auch die Nährwerttabelle, weil das ist etwas, was einfach dir auch zeigt, wie viel im Aloe Mango ist. Und ich bin überzeugt, du wirst jeden Morgen dein Aloe Mango trinken, weil du einfach selber spürst, wie gut es dir tut, wie du dein Immunsystem stärkst und wie du eigentlich einen idealen Start mit dem Herbalife-Frühstück in den Tag hast. Wer darf jetzt Mango Aloe trinken? Ich würde sagen, jeder, der trinken darf, jeder, der etwas für sein Immunsystem machen möchte, jeder, der in irgendeine unserer Kategorien fällt, weil für unser allgemein, fürs Immunsystem ist es einfach ein absolut genialer Start in den Tag. Und natürlich haben wir auch Aloe-Produkte in der äußeren Ernährung, auch die empfehle ich dir zu testen und zu benutzen. Und ich freue mich, an einer der nächsten Veranstaltungen eure Resultate zu hören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss zusammen.